Tag zusammen, willkommen zurück in unserem regnerischen Dorf Ruhrkirchen. Wir haben jetzt in der letzten Folge die ersten spezialisierten Industrien hier auf der linken Seite geschaffen. Da möchte ich nachher noch ein bisschen was ergänzen und der nächste Schritt, den wir gehen müssen, um unser Budget mal ins Positive zu bewegen. Ich möchte hier auf der rechten Seite diese Zelle füllen, denn hier ist noch einiges möglich. Wir haben jetzt den Bedarf an hoher Bevölkerungsdichte, den möchte ich auch nachkommen. Wir können hier noch eine spezialisierte Forstwirtschaft installieren. Und das ist auch das Erste, was ich jetzt machen werde. Wir werden also jetzt hier die Straße rüberziehen. Dazu gucken wir uns mal einmal die Topologie an, wenn wir hier rübergehen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir werden dann hier mal das Gelände noch ein bisschen ebnen bis zur Grenze. Auf dieser Seite auch und dann eine vierspurige Straße hier rüber ziehen, damit wir die Verbindung haben rüber zum Industriegebiet. Das sieht gut aus. Hier direkt mal den Kreisverkehr installieren, den brauchen wir eh. Die Mondstraße ist hier entstanden, auch sehr schöner Name. Ziehen das jetzt hier weiter. Ist nicht ganz perfekt gerade. Gehen dann hier ein bisschen schräg weg, vielleicht. Ja. Bis an den Rand. Ich werde auch da gleich noch Kreisverkehr hinsetzen und dann geht es hier rüber. Müssen wir noch mal uns das Gelände angucken. Das müsste so fast die gleiche Höhe sein. Ne? Vielleicht, bevor das sich jetzt hier so runter, die Brücke erst so runter geht, machen wir das mal hier auf beiden Seiten. Schon eine teure Brücke, aber das leisten wir uns. Könnte überlegen, ob man hier diesen Kreisverkehr dann irgendwann auch nochmal entfernt. Das machen wir vielleicht jetzt sofort, dass wir sagen, wir haben hier die Verbindung hier hoch. Diese Verbindung, diesen Kreisverkehr, den man hier vorne platziert. Ich glaube, das ist so etwas besser. Die Marxstraße. Dann haben wir nämlich hier direkt die Möglichkeit, hier nochmal eine Verbindung zu setzen. Jetzt haben wir erstmal einen kleinen Fußweg, der hier durchgeht. Und dann haben wir hier nämlich nochmal den Platz für vier kleine Blöcke. Gut, das hat doch schon mal gut geklappt. Dann werden wir jetzt hier das bisschen noch mal glätten auf dieser Seite. Auf dieser Seite ist es nicht ganz so krass. Ja, also was wollen wir machen? Ich will hier auf der Seite ein bisschen Forstwirtschaft installieren. Das machen wir mal als erstes. Wir haben ja Industriebedarf. Forstwirtschaft. Wir werden hier gucken, ob wir hier nochmal Nutztierhaltung haben wir ja schon. Alles andere können wir nicht bauen. Naja, ich glaube, das passt. Also, bevor wir das da reinziehen, brauchen wir eine richtige Straße. Haben wir sie hier, diese Schotterstraße. Die geht jetzt hier von der Hauptstraße ab. Das wird, wenn wir dann die nächsten Zellen kaufen, werden wir das anders lösen. Aber jetzt, wenn wir das mal hier so setzen, dass wir hier rausgehen aus der Hauptstraße und dann hier eine Forstwirtschaft platzieren. Schön wäre natürlich, wenn sie noch ein bisschen Forstwirtschaftsindustrie ansammeln würde. Ich mache das nicht bis ganz an die Straße ran, dann kann ich noch ein paar
Bäume platzieren. Hier vorne quasi entlang der Marxstraße, aber damit haben wir das geschafft. Gucken mal nach unserer Bilanz, Dienstleine, Produktion. Also Holz, wir haben aber kein Defizit mehr. Ja, bei den Hühnern, das können wir nochmal platzieren. Da fliegen wir mal hier rüber. Hier ist gerade viel Verkehr. Wo kommt der denn jetzt hierher? Huch. Das hatten wir noch nie. Wieso? Das ist doch. Jetzt ist es keine Sackgasse mehr, ist schon ganz gut. Na gut, also dann schauen wir mal. Also wir haben jetzt hier haben wir Getreide und Gemüse. Ja, dann können wir hier nochmal quasi auf der Gegenseite. Werden die Bäume hier mal wieder fällen. An der Borkengasse. Und da kriege ich das so platziert. Eine Nutztierhaltung. Das macht er auch so. Wunderbar. Das muss ja nicht so groß sein. Und das ist der Vorteil der Nutztierhaltung. Die muss ja nicht auf Ackerfläche sein. Da haben wir noch eine Hühnerfarm. Prima. Wir wollen den Bedarf an hoher Bevölkerungsdichte nachkommen. Das machen wir jetzt auf dieser Seite hier. Was plane ich hier? Also hier, ich will so ein kleines Stadtzentrum bauen. Wir werden hier eine Grundschule brauchen, denke ich. Wir sind jetzt schon wieder an der Kapazitätsgrenze. Und wir kommen so langsam in Geldprobleme. Wir folgen hier der Topologie. Ich werde hier in die Mitte, soll so ein kleines Zentrum sein. Wir werden von hier aus runterfahren mit der Straße. Wenn ich hier noch ein bisschen Platz habe, um hier noch ein paar Häuser zu setzen. Da müssen wir aufpassen, auch hier haben wir natürlich, upsala, Mist, abgerutscht. Also in der Mitte, da haben wir eigentlich einen ganz guten Platz, den umfahren wir mal. Und das ist zu breit, guck mal, 48, 48. Das gleiche nochmal hier, 48. 48. Ganz rund ist es nicht, ne? Sondern mal neu machen. Das wird unser Bereich des Stadtviertels, dann gehen wir hier von einmal senkrecht nach oben weg. Brauchen hier natürlich beides Male oder sogar an allen drei Stellen wieder unseren Kreisverkehr, damit das funktioniert. Und machen dann hier unsere Verbindungen. Ruhig senkrecht weggehen. So, die gehen jetzt nicht an die Hauptstraße, sondern auch hier an diese
Umgehungsstraße. Da müssen wir dann hier überall noch so Sackgassen ergänzen. Also an dieser Stelle zumindest, um die Lücken zu füllen. Sehr gut. Die Sackgassen werden wir wieder mit einem Kreisel abschließen. Ja, das ist auch sehr gut. Brauchen dann, das platzieren wir als erstes, eine kleine Grundschuhe, die kommt hier direkt in die Mitte. Ich hoffe, er lässt mich die jetzt platzieren. Ja, da war gerade eine Möglichkeit, dann geht das hier auch. Ne, hier nicht, dann hier an die, auf diese Seite. Alles weitere will ich hier auf dieser Seite erstmal nicht platzieren. Wir können hier noch direkt ja, mal ein bisschen Gewerbe machen, auch wenn wir kein Gewerbe haben, aber das will ich direkt mal reservieren. Wobei, der Teil kann weg, da kann nämlich dann nochmal einen Park platzieren. So, dann haben wir die billigen Mietwohnungen, das ist der hohe Bedarf, den wir haben. Den werden wir jetzt, den Bedarf werden wir decken. Aber indem wir die nicht ganz so groß machen. Hier haben wir einen Fünferblock. Und dann platzieren wir die jetzt hier mal. Die ersten, um dem Bedarf entgegenzukommen. Und wir brauchen natürlich noch Fußwege. So, der hohe Bedarf ist weg. Jetzt brauchen wir auch noch mittlere. Dann nehmen wir diese mittlere Dichte. Die setzen wir hier hin. Auf der Seite machen wir 4x2. Da passen wir mal 3er hin. Sehr gut. Dann füllen wir diese Lücken noch auf. Prima, der Bedarf ist auch weg. Dann haben wir jetzt hier Wohnung mit geringer Dichte. Die werden wir jetzt dann entlang der Falkenstraße setzen. Wieder das hier mit diesem Strand. Oder Ufer, das passt ja ganz gut. Dann können wir vielleicht dahinter sogar noch einmal die einen Fußweg setzen. So, der Bedarf ist auch weg und dem Industriebedarf kommen wir auch noch nach. Der ist jetzt hier auf dieser Seite. Da können wir einfach die nächsten Zelle füllen. Gut, wir schauen mal, was jetzt hier der Bedarf ist. Mangel an Unterhaltung. Das sind die Parks. Die will ich jetzt aber. Noch nicht setzen. Wir gucken gleich mal. So, wenn wir uns beim Strom angucken, sehen wir sind jetzt bei 16 Megawatt, die wir auch importieren. Und wenn wir mal gucken hier, das kleine Kohlekraftwerk produziert 20 Megawatt Leistung. Also das ist der Bedarf, das ist die Situation, die wir haben. Das heißt, es wird sich jetzt lohnen, selber Strom zu produzieren und ein bisschen zu exportieren oder ins Netz einzuspeisen. Wir gucken mal hier auf das Budget, also Dienstleistung, Strom 130.000, also das kostet uns schon echt eine ganze Menge. Der Rest funktioniert ganz gut, wir checken nochmal beim Budget. Wasser, da müssen wir das Budget wahrscheinlich mal ein kleines bisschen erhöhen, den hatten wir ja runtergesetzt, da können wir vielleicht mal auf 60% gehen oder 62. Ach,
das reicht jetzt ja locker. Ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Die Stadt muss sparen. 58, prima. Der Rest funktioniert. Na gut, dann werden wir jetzt wohl oder übel anfangen müssen, Strom selber zu produzieren. Das Kohlekraftwerk macht natürlich hier auf dieser Seite Sinn. Wir gucken uns einmal das Gelände an. Auch da natürlich wieder anspruchsvoll. Wir müssen das Kohlekraftwerk natürlich hier an den Fluss setzen. Das würde ich jetzt aber mal planen. Also hier können wir es eigentlich ganz gut hinsetzen. Das ist hier unterhalb des hier von unserer Müllversorgungsanlage, der Müllsammelstelle platzieren. Denn das Wasser brauchen wir jetzt zum Kühlen. Aber ganz ehrlich, das machen wir in Ruhe, da machen wir eine extra Folge draus. Wir werden vielleicht noch ein paar kleinere Objekte hier mal setzen, wenn die Bevölkerung danach schreit. Was kosten die denn? 5000, okay, das können wir uns noch so gerade leisten. Also wir brauchen hier einen kleinen Spielplatz. Platzieren wir mal hier. Auf dieser Seite gibt es auch nichts, aber wir haben ja hier auch die Schulen. Auch da können wir am Ende der Sackgasse. Ein Hundepark, das ist sowas, das gibt es ja tatsächlich eigentlich nur in den USA, das gibt es ja bei uns gar nicht. Obwohl der zwei Erholungen bringt, das ist schon lustig. So, kleiner Platz. Dann können wir vielleicht hier vorne, ja, hier an der Weitenstraße. So, was kostet uns denn das Kohlekraftwerk? 100.000. Ja, das müssen wir als erstes mal angehen, denn das kostet uns dann doch zu viel. Also hier mittlere Dichte, die wird gerade erfüllt und wir verlieren im Moment 2.500. Wir haben auch da den Verlust reduziert. Ja, ich glaube an... Wir bereiten das hier. Hier werden wir das platzieren. Das heißt, wir werden hier ein Plateau machen. Aber wir können die Parks jetzt nicht setzen, weil uns dann das Geld fehlt. Gucken wir ganz kurz. Der Mangel an Unterhaltung ist auch zurückgegangen. Hohe Steuern, unzuverlässige Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Das ist wahrscheinlich, weil hier noch kein Arzt ist. Da können wir jetzt aber gerade nichts dran ändern. Wir werden hier aber nochmal mittlere Dichte noch mal ein bisschen nachplatzieren. Der Bedarf scheint ja da zu sein. Wie gesagt, das war mittlere Dichte, ne? Genau. Kommen wir dem Wunsch noch mal nach. Und der Industrie genauso. Schon komplett gebildet tatsächlich. Okay. Alles klar. Dann, oh, jetzt haben wir ein neues Gebäude verfügbar. Corundum Condos. Großes Gebäude. Das können wir vielleicht dann hier vorne platzieren. Das ist jetzt so ein Spezialgebäude. Das erste. Wie groß ist das denn? Ja, das kann vielleicht. Das ist schon echt groß. Und hier in dem Gelände natürlich auch schwierig. Und hier durch die Kurven. Ah, hier wird es genau hinpassen. Ich glaube, das platzieren wir hier. Kostet uns das was? Nö. Dann setzen wir das hier hin, gucken uns mal das Terrain an. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen, ja, genau. Bisschen anpassen hier.
damit das hier gut hinpasst. Aber ich glaube, das geht sogar einigermaßen. Aber das geht sogar. Ah ja. Gut, das ist natürlich mit den Häusern hier direkt an. Daran natürlich etwas hart, aber das ist leider so. Habe ich aber jetzt nicht so ein großes Problem. Das können wir auch noch ein bisschen dekorieren. Und das gefällt mir an der Stelle, weil es ja eh eine dichte Wohnbebauung ist, passt das hier ganz gut hin. Und auch der Blick hier rüber über den Fluss. Mal gucken aus der Richtung mit den Bergen im Hintergrund. Rechts raus Richtung Industrie, da müsste man noch was tun. Aber das sieht doch wirklich gut aus. Naja, das gefällt mir nicht ganz gut. Was ist hier noch für ein Problem? Wartet auf Krankenwagen. Okay, das müssen wir vielleicht mal auch mal checken. Kapazität. Wir sind immer noch im grünen Bereich. Gucken wir mal hier nach dem nach der Arztpraxis. Wo haben wir es hier dort? Ja, die ist sogar direkt hier vorne. Drei Fahrzeuge, okay. Ja. Und die kann man auch nicht erweitern, diese kleine Klinik. Wo sind denn die Fahrzeuge jetzt gerade unterwegs? Da kommt einer. Da hinten fährt einer. Okay, der soll ich selber. Das heißt, auch hier müssen wir eine Klinik platzieren. Die kostet uns aber im Moment 30.000. Da müssen wir, also wir brauchen auf jeden Fall hier eine Klinik, keine Frage. Das sehen wir ja auch hier an den roten Feldern. Das ist zu weit. Aber wieso sind denn hier, der hat doch drei Fahrzeuge, wieso ist denn der eine hier nicht unterwegs? Der Stau ist übrigens weg, der hat sich hier aufgelöst, das war wahrscheinlich nur der Zuzug. Feuerwehrpolizei bräuchten wir hier natürlich auch, aber das können wir uns im Moment nicht leisten. Und hier, das ist eine Sache, das werden wir hier nochmal eben korrigieren. Das sieht etwas komisch aus. Mit dem Gelände, wir werden von hier aus, also von hier, hier hoch, damit das hier einigermaßen gerade ist. Das sah jetzt etwas komisch aus. So, zack, mal 5 Grad Steigung, das ist besser. Gut, ich denke, an dieser Stelle werden wir aber Ruhrkirchen verlassen. Umfahren Züge, die werden wir noch irgendwann demnächst anschließen und uns einmal die erste neue Zelle gönnen. Das werden wir jetzt aber noch nicht machen. Gut, da oben warten sie auch auf Krankenwagen. Der wartet immer noch auf Krankenwagen. Okay, das kriegen wir jetzt aber leider nicht so einfach gelöst, da müssen wir nacharbeiten, aber wir brauchen als erstes in der nächsten Folge hier vorne unser Kohlekraftwerk, damit wir unseren Strombedarf decken können, denn wenn wir nochmal nachgucken, wir sind jetzt bei 18,6 Megawatt, ja, jetzt macht es Sinn, das bereiten wir dann in der nächsten Folge in Ruhe hier vor, Geld haben wir noch so gerade eben, das sollte reichen, aber ist auch einen guten Weg hier, was das große Dorf angeht, das sollte eigentlich ganz gut hinkommen. Prima, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen dieser Folge. Wir machen nochmal den Panoramablick an und haben einen schönen Blick auf unser großes Dorf Ruhrkirchen. Vielen Dank fürs Zuschauen dieser Folge und bis zum nächsten Mal.